Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Onlife. Wir haben jetzt 17 Uhr gleich und heute ist Sonntag, der 26. August. Und ja, das Ereignis des Tages ist die Nachbearbeitung meiner Videoproduktion. Ich habe mir heute zum ersten Mal nach langer Zeit, zum ersten Mal vielleicht überhaupt, zumindest in diesem Jahr, da in dieses Google Analytics hineingeschaut, was ich bisher nicht gemacht habe. Warum eigentlich nicht? Ja. Irgendwie habe ich da nicht erwartet, irgendwas zu finden, dass sich da was tut. Vielleicht sind es auch noch die Eindrücke von den ersten Besuchen dort. Vielleicht liegt das auch an meinem Unverständnis des ganzen Moduls und weil alles so neu ist. Ja. Denn eigentlich liegt mir Statistik und liegen mir Daten und Zahlen und ich habe sie bisher mir nicht also angeschaut und das habe ich heute nachgeholt und dabei war ich überrascht. Es ist unglaublich. Ich werde also da auch vorgeschlagen, 5.900 Mal ist ein Video also von mir vorgeschlagen worden. Ob das jetzt eine hohe Zahl ist oder eine niedrige, weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie die Daten dort zu bewerten sind. Ja, ich weiß nicht genau, wie die Daten zu bewerten sind, die ich da finde. Ich muss mich also da in dieses Analytics hineinarbeiten, mich damit auseinandersetzen und sehen, welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann. Dadurch wird jetzt meine extrovertierte Seite vielleicht etwas gefördert. Mein bisheriges Vorgehen war ja, wenn man das so sagen kann, wenn man Handlungen, also die Handlungs-, die idealtypische Handlungsbegriffe von Weber, also da dieses Zweckrationale, das Wertrationale, das Affektionale, das Traditionale, wenn ich das mal auf meine Videoproduktion ja anwende, so muss ich sagen, dass ich ja bisher Videos gemacht habe, um der Sache selbst willen, also wertrational. Und natürlich auch ein bisschen aus emotionalen Gründen, weil es mir natürlich schon Freude gemacht hat, mich da zu erproben und so weiter. Traditionell spielt das kaum eine Rolle. Ich habe da keine Erfahrungsbasis, die mich da irgendwie leitet oder die das befördert. Ich besaß zwar mal eine Spiegelreflexkamera, ich habe mich auch da mal mit beschäftigt, aber nicht keine Videos gemacht. Und von daher bin ich jetzt überrascht, dass es da doch Klicks gibt, dass man die Erfolge doch messen kann und dass sogar diese Videoproduktion, die von mir ja etwas abwertend, was jetzt nicht zeigt, was jetzt nicht bedeutet, dass ich hier jetzt mein Selbstvertrauen irgendwie im Eimer ist, sondern das bedeutet eher, dass ich das nicht so hochhänge und nicht davon beeindruckt bin, was für tolle Leistungen ich da bringe, sondern das versuche ich damit herunterzuspielen, indem ich das jetzt als Müllproduktion bezeichne und das auch jetzt vor dem Hintergrund der Fernseh- und Filmerfahrung, die man ja so als Älterer gerade reichlich hat und damit da natürlich auch immer vergleicht. Und natürlich, wenn man sich da diese perfekten Sendungen ansieht, da im Vergleich dazu
ist das Müll, muss man einfach so sagen. Okay, aber trotz alledem war es nicht nur Müll, sondern ein paar waren schon etwas besser, weil man macht ja nicht gleichmäßig nur Mist, sondern der eine Mist ist etwas besser und der andere etwas schlechter. Manche Themen liegen einem auch besser und da ich ja generell so über die Themen schwanke und vieles ausprobiere, war natürlich vieles nach meiner Beurteilung Müll, aber einige Sachen sind auch gelungen. Und andere Leute beurteilen das natürlich ganz anders. Und von daher gibt es da auch Aufrufe. Ja. Also es ist ein Echo da. Und dieses Echo besteht nicht nur, wie ich der Meinung war, aus meinen eigenen Aufrufen, sondern aus sehr vielen. Und wie viele davon von mir sind, kann ich jetzt gar nicht herausrechnen. Ich weiß nicht, ob die herausgerechnet werden automatisch oder ob sie mitgezählt werden, keine Ahnung. Also von daher bin ich überrascht und erstaunt über das Echo dort. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und auch, dass es schon vorgeschlagen wird. Dann finde ich ja interessant, dass, sagen wir mal, auch der Müll der vergangenen Zeiten, dass der natürlich wächst mit der Zeit. Wenn also meine Videos jeden Tag 24 Stunden vorgeschlagen werden irgendwo, dann kommen da natürlich zwangsläufig auch Aufrufe dazu. Und das heißt, je mehr Videos man drin hat im Spiel, desto mehr Aufrufe sammelt man mit der Zeit ein. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Ja. Das also mal zum Wort des Tages heute, zum Wort des Sonntags, zum späten Wort. Ich sagte ja schon 17 Uhr haben wir. Jetzt haben wir gleich 17:05 Uhr. Ja, Sport habe ich heute keinen gemacht, am Sonntag. Gelesen auch noch nichts. Nur jetzt hier ein paar Stunden Video gemacht, hier mit Google und Analytics. Ja, gestern habe ich mich mit der Resymmetrisierung beschäftigt und den Resymmetrisierungsmöglichkeiten. Das ist ein schwieriges Wort für mich. Mit den dritten Zähnen hier, da fällt es mir schwer, diese Worte Resymmetrisierung und Resymmetrisierungsmöglichkeiten da deutlich und korrekt auszusprechen. Aber ich wiederhole das hier so oft, bis ich das hier gut drauf habe und drin habe. Ja. Dann habe ich gestern noch da über die Handlungen gelesen. Also, der Weber, der definiert Handlung als ein menschliches Verhalten, das einen subjektiven, dem ein subjektiver Sinn zukommt. Also ich handle und verbinde mit dem Handeln einen subjektiven Sinn. Und die soziale Handlung, die grenzt ja davon ab. Die sagte, der subjektive Sinn besteht dann darin, dass der sich auf andere Leute bezieht. Dass man ja in einer Gemeinschaft lebt und von daher einen Sinn, der sich also auf andere bezieht. Und diese sozialen Handlungen, die differenziert er dann in zweckrational, wertrational und affektional und so weiter. Und ich sag mal, wenn also meine Videoproduktion eine soziale Handlung ist, dann muss man sagen, dass es ja so von mir jedenfalls
sicher mehr so wertrational war, weil es ging mir nur um die Sache selber. Es ging mir nicht um Erfolg, um Klickzahlen, um Abonnenten und so weiter. Es geht mir auch nicht darum, irgendwie besonders tolle Videos zu machen oder so. Also von wegen so Videos, die 1 Million Klicks bekommen und so weiter. Das interessiert mich nicht, obwohl ich natürlich über sowas erstaunt wäre. Aber wenn man irgendwie durch andere Medien da vorgeschlagen wird auf sowas, dann oder so irgendwas trifft den Nerv der Zeit dann gerade, kann das vielleicht passieren. Aber das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Ja. Also das ist jetzt eine neue Wendung. Dadurch wird jetzt der extrovertierte Anteil gestärkt, wird jetzt die Orientierung an Klickzahlen und an fassbarem, an fassbarer Realität, an Fakten ja doch gestärkt. Während ich bisher so einfach nur aus Lust und Freude Videos mache, ist jetzt natürlich zunehmend im Hintergrund, ob das für die Kundengruppe gut ist, ob das, wenn ich halt sehe, dass die meisten ja angeblich über 67 alt sind, die meinen Kanal sehen, dann ist die Frage, ob ich nicht für diese Gruppe gezielter auch was mache, um das vielleicht auszubauen, um da vielleicht mehr Klicks zu machen, vielleicht mal ein Chattanova-Video oder ja, also da kommen jetzt ganz neue Ideen vielleicht auch und ganz neue Themen in diesem Zusammenhang. Ich weiß gar nicht, ich habe ja auch über Gesundheit einiges gemacht, aber ja, muss ich mal sehen, was daraus geworden ist. Ja, also wieder eine spannende Seite, ein spannendes Kapitel, das sich da aufgetan hat, unvermutet. Ein altes Video, das heißt, anstelle von Fernsehprogrammen studiere ich dann zukünftig da Google Analytics. Und wenn dann noch Einnahmen irgendwann mal in die Jahrzehnte dazu kommen sollte, dann wird das natürlich noch spannender. Okay, Leute, ich mache jetzt mal langsam Schluss, bevor ich jetzt hier in Traumsequenzen versinke und anfange hier rumzuspinnen. Okay, und tschüss, Leute, und noch einen schönen Sonntag.